Wer ist da? Der Steward, Sir. Ich sehe, in wenigen Minuten sind wir in Dover. Ja, Sir. Unser Funker hat eine Nachricht für Sie erhalten. Ich werde kommen, gut. Dover in 15 Minuten. 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 Lieber Schreck, da bin ich doch einfach eingenickt und mitten in unserer hochinteressanten Konversation. Meine liebe junge Dame, was werden Sie nur von mir denken? Ich bitte Sie, es ist Ihr gutes Recht, müde zu sein. Ich habe mich bemüht, Sie nicht zu wecken. Sie sind sehr nett. Erzählen Sie noch mehr von Ihren Rosen. Oh ja, ja, meine Rosen, meine wundervollen Rosen. Ich liebe meine Rosen, ich bin ganz vernarrt in sie. Ach so, ja, ja. So ist das. Wir sind da. Wir müssen schon in Dover sein. Ah. Wirklich? Ich habe mich nicht geirrt. Wir sind angekommen. Oh, ich bitte um Verzeihung. Ah. Yes, there are the White Cliffs. Ich habe Angst vor dem Zollbeamten. Weshalb denn? Weil, verstehen Sie, ich habe noch einen Film in meiner Kamera. Und vielleicht muss ich sie öffnen. Beim Zoll, meine ich. Es wäre doch schade um die Bilder, die nicht verknipst sind. In der Tat, das wäre ärgerlich. Ich bitte Sie, Sir, würden Sie mir einen Gefallen tun? Bitte nehmen Sie meine Kamera an sich. Bei Ihnen wird man sicher nicht so aufpassen. Naja, aber eigentlich darf ich das wohl nicht. Vielleicht sagen Sie einfach, wer Sie sind. Man wird es bei einem Fahrer ganz bestimmt nicht so genau nehmen. In Ordnung. Ich kann dieser Versuchung nicht widerstehen. Danke. Einverstanden, mein Kind, ich tue es. Oh, jetzt wäre sie beinahe ins Wasser gefallen. Ja. Glück gehabt. Beauftragter des Königlichen Museums. Richtig. Und Sie bringen die Borgia-Perle. So ist es. Sie werden sie gleich sehen, Sir. Na, Sie haben sie ja gut versteckt. Man muss sich eben etwas einfallen lassen. Da wäre sie. That message sent to me on the boat. It was a hoax to get me out of my stateroom. Bitte, Herr Pass. Oh, da sind Sie ja. War es sehr schwierig für Sie? Mein liebes Kind, Sie haben mich gar nicht danach gefragt. Jetzt bin ich aber wirklich froh. Und ich erst. Es ist doch immer schön, wenn einem etwas gelingt. Recht Sie haben. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo, Giles. Kommen Sie, schnell. How many times must I caution you, my sweet, not to speak until doors are shut? Sorry, I didn't expect you to meet me.
Oh, I couldn't deny myself that pleasure. Nami, you're more beautiful than ever. I'm glad to be back. Wir sind sehr froh, Sie wiederzusehen. Wir? Naja, ein guter alter Freund von Ihnen ist inzwischen bei uns eingetroffen. Er brennt vor Ungeduld, Sie zu sehen. Wer ist das? Er treibt sich dauernd vor Ihrem Zimmer herum. Der Gute hat so eine richtig treue Hundeseele. Er? Das ist widerwärtig. Yes, my dear, the creeper. I'm not going to the flat. Oh, you'll be quite safe. I have him under lock and key. Und nun zu Ihrem Auftrag. Wie steht es? Bitte sehr, Sir. Ich habe Papier reingestopft, damit die Perle kein Geräusch macht. Es ist wirklich die größte Perle, die ich jemals sah. Das kann ich nicht verstehen. Sie wurden reingelegt, meine Liebe. Wunderschön reingelegt. Mein teurer Conover, Sie werden verzeihen, dass ich mir die Freiheit genommen habe, ein wenig Schicksal zu spielen. Mit bestem Gruß, S.H. Sherlock Holmes aus der Baker Street. Würden Sie mir nun sagen, wo Sie die ganze Zeit gewesen sind? Nun seien Sie nicht so ungeduldig. Ich muss mir erst die Farbe aus dem Gesicht wischen. Verflucht, ich fühle mich wie ein alter Mann. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Wo waren Sie denn nun? Unter den Perlenfischern, mein lieber Freund. Greifen Sie doch mal in die Innentasche meiner Weste, die Sie gerade weghängen wollen. Was finden Sie darin? Ihre Brieftasche. Aufmachen. Alles rausholen, was Sie sehen. Sie halten jetzt ungefähr 50.000 Pfund in Ihrer Hand. Und wenn sie nicht echt ist? Die Perle ist so echt wie der Tod. Schon 20 Menschen ließen im Verlauf der Jahrhunderte für sie ihr Leben. Woher haben Sie die? Ich habe sie von der bezaubernden Naomi Drake, alias Yvette de Jouze, alias Lisa Vanini. Nie was von dir gehört? Nein. Und den ehrenwerten Giles Conover, kennen Sie den? Nein, den kenne ich genauso wenig. Das ist doch die Höhe, Watson. Conover ist ein ganz skrupelloser Gauner. Und Watson kennt ihn nicht. That's what puts him on the pinnacle in the records of crime. What's he do? Everything and nothing. In his whole diabolical career, the police have never been able to pin anything on him. And yet, show me crime without motive, robbery without a clue, murder without a trace, and I'll show you Giles Conover. That's amazing, Holmes. 2 years ago, he disappeared from his usual haunts. But I've every reason to believe that he... Well, here it is. I've every reason to believe that he's back in England again. Dieser Mensch ist für uns ein außerordentlich gefährlicher Gegner. Er wird seine Niederlage nicht hinnehmen, ohne zurückzuschlagen. Wo ist denn bloß die Teekanne? Ah, dort. Sie meinen, Conover steht in der Tat hinter dem Diebstahl? Da gehe ich jede Wette ein. Entschuldigen Sie. Oh. Hören Sie das? Perle, schnell weg damit. Mach die Lampe aus. Was ist denn, lieber Holmes? Ein kleiner Irrtum, Inspektor Lestrade. Ich habe Sie für Giles Conover gehalten. Kommen Sie rein. Guten Abend, Dr. Watson. Guten Abend. Also wissen Sie schon, dass man nach der Borgia-Perle suchen muss, Inspektor? Ja, sie ist gestohlen worden. Spucken Sie es aus, Watson. Hallo, Donnerwetter. Das zeugt nicht von Ehrfurcht vor der Borgia-Perle. Ich bin ganz Ihrer Ansicht. Sie gehört in einen richtigen Safe. Ich bitte Sie, sorgen Sie für gute Bewachung in unserem königlichen Museum. Digby, I should be glad to see the last of your precious pearl. Well, precious is a feeble word, Holmes. Look at its flawless skin. It's matchless symmetry. It's a miracle of beauty. Miracle of horror? Steady on now, isn't that a bit strong? Is it? Look at its bloodstained history.
Think of all the misery it's brought to the poor wretches who laid greedy hands on it. Alexander Borgia died twisted and black to poison. Carlos of Spain became a dribbling madman. A disastrous jewel, Digby. The world would be much better off if it were sunk in the ocean from which it came. Oh, really, Mr. Holmes? We'd hardly treat a national treasure in such a cavalier fashion. Bitte öffnen Sie jetzt die Glocke, Inspektor. Ich bin so frei. So, und damit ist sie in Sicherheit. Sie sagen Sicherheit. Sie wissen doch, dass Giles Conover hinter der Borgia-Perle her ist. Wollen Sie nicht wenigstens einen Wächter daneben stellen? Ein gutes 100 Wächter, verehrtester Wacht in unserem Hause, Mr. Holmes. Na, es mag ja sein, dass ich nicht viel davon verstehe. Aber wenn man mich fragt, ist es ganz einfach, die Glocke zu zerschlagen. Würden Sie mal versuchen, die Perle zu stehlen? Ja, bitte. Warten Sie, beschädigen Sie nicht das Glas. Ich werde für Sie die Glocke öffnen. Nun wohl an. Haben Sie keine Angst. Mr. Digby, kein Grund zur Aufregung, nur eine Demonstration. Was ist mit der Perle, lieber Doktor? Schon wieder. Ich denke, jetzt sind Ihre Zweifel beseitigt, Dr. Watson. Wenn Sie mir nun in mein Büro folgen, werde ich Ihnen dort weitere Erklärungen geben. Holmes, können Sie mir sagen, wie das funktioniert? Elektrizität, das ist das ganze Wunder, mein Lieber. Also, wie Sie feststellen konnten, Gentlemen, haben wir vorgesorgt. Jedes Wertstück in diesem Museum ist so platziert, dass allein die Tatsache einer Berührung den Alarm auslöst. Tell me, Digby, just where in the building is the control of this ingenious electrical safety device? The wires are in this room. Naturally, they're not exposed. No, naturally. Watson, ich glaube, hier braucht man unsere Hilfe nicht. Auf Wiedersehen, Digby. Auf Wiedersehen, Mr. Holmes. Es war für mich ein sehr aufschlussreicher Besuch. Auf Wiedersehen. Leben Sie wohl, Doktor. Auf Wiedersehen, Inspektor. Auf Wiedersehen. Oh, tut mir leid. Also, ich bitte Sie, spielt keine Rolle. Es tut weh, mein neuer Hut. Entschuldigen Sie bitte, Digby. Wieso denn? Gar keine Ursache. Aber wir haben Ursache, Schlimmes zu befürchten, denke ich. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wirkt Ihr Schutzsystem auch in diesem Raum? Sind auch hier die Werte gesichert? Die meisten davon. Warum? Diese Radierung von Hogarth zum Beispiel. Ist sie auch gesichert? Gewiss, selbstverständlich. Es ist ein kostbares Original. Nehmen Sie es ab, Watson. Aber nein, ich habe die Nase von vorhin voll. Dann tue ich es. Wir von der Polizei überlegen nicht erst lange. Was denn? Was soll das? Ich kann das nicht begreifen. Was ist da passiert? Wieso hat die Alarmanlage versagt? Ich kann Ihnen sagen, warum Ihre schöne Alarmanlage auch nicht einen Pfifferling wert ist. Entschuldigen Sie. Sie beruht ja nur auf drei Drähten, die hinter diesem Wandteppich versteckt sind. Woher wissen Sie das? Das ist eine Frage der Logik. Dies hier ist das Direktionszimmer. Aber wo konnte da das Herz der Alarmanlage stecken? Nur hier ist der Platz dafür. Während Sie dabei waren, die Äpfel aufzuheben, habe ich diese Leitungen unterbrochen. Ich wollte Ihnen zeigen, wie leicht das für jeden ist. Für jeden Beliebigen. Selbst wenn ein Gauner weit weniger intelligent wäre als Giles Conover, könnte er es tun. Now will you listen to me when I tell you to lock that pearl in the deepest, darkest vaults in all England? Öffnen Sie die Tür! Öffnen Sie die Tür! Öffnen Sie die Tür! Gestohlen. Sie ist gestohlen. Ein Arbeiter hat sie genommen. Bates folgt dem schon. Ich kann mir das nicht erklären. Warum war denn unsere Alarmanlage nicht in Ordnung? Doch, sie war in Ordnung. Nur hat sich jemand abgeschaltet. Der Dank gebührt unserem überaus verehrten Mr. Sherlock Holmes.
Ich schätze, die Nation wird Ihnen ein Denkmal setzen, Mr. Holmes. Sie haben bewiesen, wie gut Sie sich in der Psyche von Kriminellen auskennen. Tatsächlich, es war eine ausgezeichnete Demonstration, lieber Holmes. Das ist Unsinn. Wie konnte er denn wissen, dass da... Ja, wie? Eben wie er immer alles weiß, mit der Schärfe seines berühmten Verstandes, nicht wahr? Hören Sie drauf, Lestrade. Ein großartiger Detektiv. Er hat dem Ganoven die Borgia-Perle serviert wie ein Sandwich zum Tee. 50.000 Pfund. Sehr ärgerlich. Der Mann, der die Perle gestohlen hat, Giles Conover. How are you, Mr. Holmes? But I don't understand. This is one of our workmen. He's been employed here for weeks. He came highly recommended. Yes, I've no doubt of it. Every employee of this museum is scrupulously investigated. My dear Digby, Mr. Conover is a man of infinite resource and precaution. Oh, danke schön, Mr. Holmes. Ich hatte schon eine Begegnung mit seiner Komplizin, Miss Naomi Drake. Sie befand sich mit der Perle auf einem Fahrgastschiff von Ostende nach Dover. Perle? Welche Perle? Spielen Sie hier nicht den Unschuldigen. Haben Sie ihn durchsucht, Bates? Ja, Inspektor, aber leider ohne Ergebnis. Vielleicht hat er sie verschluckt. Nein, das hat er nicht getan. Sonst hätte er sich nicht von Bates fassen lassen. Ist er irgendwann stehen geblieben, als er weglief, oder hat er jemanden getroffen? Oh ja, Sir, da unten an der Ecke hat er eine Frau angerempelt. Können Sie die Frau beschreiben? Nein, Sir, ich habe sie nicht beachtet. Ah, wissen Sie, wie das war? Er hat der Frau die Perle übergeben. Das Mädchen vom Schiff, vermute ich. Möglicherweise, Sie könnten durchaus recht haben, Inspektor. Ich rate Ihnen, den Mann zu verhaften. Bedenken Sie, Mr. Holmes, so schnell verhaftet man keinen mehr heutzutage. Es ist kein Verbrechen, im Museum zu arbeiten. Es ist auch kein Verbrechen, schnell zu laufen. Also weshalb wollen Sie mich verhaften? Frage ich Sie. Wegen groben Unfugs? So geht es, Mr. Conover. Nehmen Sie ihn mit, Sergeant. Wie lange wird er dort bleiben? Also eigentlich dürfte ich ihn gar nicht festhalten. Einen Tag? Zwei? Zwei. Nehmen wir zwei. In Ordnung. Gut, gut, aber wozu das überhaupt? Wir suchen die Perle. Jawohl, genau die suchen wir, Watson. Und da wäre nun zweierlei möglich. Entweder war die Frau, die er angerempelt hat, seine Komplizin und dann hat sie die Perle, oder er hat sie versteckt, während er floh. War er gezwungen, die Perle in einem improvisierten Versteck unterzubringen? Dann wird er keine Ruhe finden, bis seine Komplizen sie geholt haben. Er muss sie also benachrichtigen. Wir sollten ihm die Chance geben, das zu tun. Aber wie denn? Lestrade, gestatten Sie mir, Ihnen einen Rat zu geben. Und zwar muss man ihm erlauben, in einer Gaststätte sein Essen zu bestellen. Bitte schön, Inspektor, hier ist das Geschirr. Das kommen wir in die Gaststätte zurückschickt. Aha. 10-1, dass eine Nachricht drin steckt, wetten wir. Und woher wollen Sie wissen, dass er was aufgeschrieben hat? Er hat mich gebeten, ihm einen Bleistift zu borgen und mir ein großes Trinkgeld versprochen, falls ich nichts verrate. Sehr schön, sehr schön. Teufel ist der schlau, aber es gibt noch schlauere als ihn. Inspektor Lestrade legt man nicht so schnell rein, Mr. Giles Conover. Ja, hier handelt es sich nicht um Sherlock Holmes, nicht wahr? Da ist nichts drin. Bei solchen Kunden muss man findig sein. Luchsaugen, die braucht man in unserem Beruf. Ihnen kann nichts entgehen, Inspektor. Wir wollen nicht übertreiben, mein Bester. Kein Mensch ist fehlerfrei, wissen Sie. Ich denke, ich habe es. Reingelegt, Mr. Giles Conover. Halten Sie. Was ist los damit? Gleich wissen wir es. Eine Nachricht für seine Komplizin, oder ich lasse mich hängen. Ja. Schließlich bin ich nicht auf Mr. Sherlock Holmes angewiesen. Ich bestimmt nicht. Und das wäre es. Und jetzt passen Sie mal schön auf, guter Mann. Gleich werden wir nämlich wissen, wo die Perle ist. Und Mr. Sherlock Holmes, den brauchen wir überhaupt nicht. Mein lieber Lestrade, Sie sind ein großer Idiot. Was steht Ihnen drin? Das geht Sie einen Dreck an. Sicher wissen Sie nun ganz genau, wo die Borgia-Perle versteckt. Dieses ganze Zeug steht doch immer rum, Sergeant. Sie sollten es endlich wegbringen. Ich fliege schon, Inspektor. Holmes und seine blöden Theorien. Michael, don't get a move on, will you? What are you staring at that plate for? Oh, I ain't staring at it. Now I'm washing it, see? Well, I ain't paying you to go to sleep on your feet, you know. Oh, gone, you old bag of grease. Wash your own dirty dishes.
see? Here, you can't do that there, you. Lovely weather, ain't it? Well, I... Holmes, you drive me raving mad. Standing there scraping on that filthy fiddle as if you hadn't got a care in the world. All the time your reputation's been dragged in the mud. My dear Watson, I really must caution you against hitting newspaper reporters in the teeth. It, isn't dignified. Well, he deserved it, the idiot. But how did you know I struck a reporter? Observation, my dear fellow. You come in here with two copies of the morning paper. A thing you never do unless there's an article you wish to clip for your files. You talk about my reputation being dragged in the mud. Obviously, I've been the subject of a scurrilous attack in connection with the theft of the Borgia Pearl. You certainly have. This article practically suggests you stood to profit by the deal. It implies that you were working with Conover. Yes, I'm afraid I'm for it, Watson. Indeed you are. But how did you know I struck the fellow? Oh, that. Well, you come in here, jumping off the handle at me. Berating me like a mother who boxes her child's ears after snatching it from under a tram. A very human impulse, Watson, and one that suggests that you've been taking up the cudgels on my behalf. What a remarkable deduction. Not when you consider that the skin is missing from the first and second knuckles of your right hand. Didn't hurt. Good old Watson. It's like you to stand by a man who's been discredited. Oh, rubbish. We've been in tighter spots than this. Not many, I'm afraid. Well, come along, old fellow. What have we here? Kippers. Kippers, splendid. I'm as hungry as a bee on a flower. Come in. Nur keine Umstände. Ich komme gerade vorbei. Ich wollte Ihnen erzählen, dass ich... Ich weiß. Sie sind gekommen, weil Sie Conover nicht länger behalten können. Sie haben ihn sogar schon entlassen. Das ist ein Ding. Sie wissen das schon? Es war leicht zu erraten, lieber Lestrade. Denn ohne ernsthafte Gründe können Sie niemanden länger als 24 Stunden festhalten. Genau. Schmeckt es wenigstens? Danke. Aber nun muss ich leider gehen. Um ein neues, unfassbares Verbrechen aufzuklären, nehme ich an. Unfassbar würden Sie es vielleicht nennen. Aber für mich ist das nur ein einfacher, glatter Mord. So, wer wurde getötet? Ein gewisser Harker, ehemaliger Offizier. Harker? Horace Harker? Den kannten Sie auch? Gewiss. Horace Harker? Der Major. Er war in Indien, jetzt außer Dienst. Ich erinnere mich. Und er wurde ermordet? Ja, das Rückgrat zerbrochen. Nun muss ich aber gehen. Noch eine Minute. Was haben Sie gesagt? Das Rückgrat zerbrochen. Verstehen Sie? Das Rückgrat zerbrochen. Das ist es. Was ist es? Ich habe es erwartet, Watson. Ich denke, das ist eine heiße Spur. Nein, nein, machen Sie sich keine Hoffnung. Da ist gar nichts Geheimnisvolles dran. Er muss hingefallen sein, als er sich wehrte. Das ist alles. Unsinn. Ziehen Sie ihn an, Watson. Was ist denn los? Wir müssen Lestrade begleiten. Aber wenn das der Inspektor doch gar nicht will. Es geht um die Borgia-Perle. Sie regen sich umsonst auf. Um die Borgia-Perle handelt sich's, meint er. Beeilen Sie sich! Das ist doch... Ich komme ja schon, wenn es sein muss. Nicht mal in Ruhe zu Abendessen kann man. Haben Sie ihn so gefunden? Ja, Sir. Außer dem Polizeiarzt hat ihn keiner berührt. Das Rückgrat gebrochen. So ist es, Sir. Er war sofort tot, hat der Doktor gesagt. Lestrade, darf ihn Watson noch mal untersuchen? Warum denn nicht? Danke Ihnen. Watson, ich möchte gern wissen, ob die Fraktur durch Schlag oder Druck verursacht wurde. Und ich wette, das Letztere ist der Fall. Na, viel Glück. Wer hat die Leiche gefunden, Murdoch? Die dort, Sir. Das Dienstmädchen. Aha. Sie erzählt uns, sie wollte den Tisch abräumen und da haben sie den Major liegen sehen. Anschließend konnten wir kein Wort mehr aus ihr herausbringen. Keine Angst, das wird sich ändern. Bei mir wird sie schon reden. Ich schätze, Sie werden gar nichts erreichen. Wieso? Weil sie einen Nervenschock erlitten hat. Bewusstseinsstörung, wenn Sie mich fragen. Ich frage Sie aber nicht, Holmes. Ihre Sache. Bringen Sie die Ärmste weg. Sie muss doch in ein Krankenhaus. Will denn das nicht in Ihren Kopf rein, Sergeant? Es war mir längst klar. Kommen Sie, Miss. Major Harker war offenbar ein Verehrer von Napoleon. Ja, aber mit wenig Geschmack. Dieser Schinken ist doch scheußlich. Was war mit dem Mord, Watson? Genau, was Sie erwartet hatten, Holmes. Verursacht durch Druck. Ich kann mir nur nicht erklären, wie das möglich war. Ich kann. Wirklich? Weiß Gott, alles ist so geschehen, wie ich es dachte. Unser Verbrecher ist durch dieses Fenster ins Haus gekommen. Sie sehen, Mr. Holmes, wir sind doch gar nicht so dumm, wie Sie meinen. Stimmt, Inspektor, das sehe ich. Der Mörder kam demnach durch das Fenster. Und Major Harker, der beim Essen saß, hatte ihm den Rücken zugewandt. Und weiter?
Nun, der Mörder schleicht vorwärts und kommt näher und näher an sein Opfer heran. Harker steht auf und wie er sich rumdreht, entdeckt er seinen Mörder und ein wildes Handgemenge beginnt. Harker fällt und bricht sich das Kreuz. Simpel, nicht? So simpel, Lestrade, dass es ausgesprochen kindisch ist. Beispielsweise, wie erklären Sie sich das? Während des Handgemenges, das hier stattfand, wurden nur die Teller vom Tisch gestoßen, während die Milchkanne, die Messer und Gabeln, wie Sie sehen, an ihrer Stelle blieben. Wie, lieber Holmes, Milchkannen, Messer und Gabeln helfen Ihnen neuerdings Verbrechen zu klären? Das ist ein Witz. Sie sind ein Spaßvogel. Dieses zerbrochene Geschirr gibt uns einige Rätsel auf. Und die müssen wir lösen, ob Sie das wahrhaben wollen oder nicht. Ja, so ist das nun einmal. Was wollte eigentlich der Mörder? Warum dieses sinnlose Wüten? So viel zerschlagen und nichts gestohlen. Vergessen Sie nicht das zerquetschte Rückgrat. Dieser Mörder muss ein Wesen mit geradezu übermenschlichen Kräften sein. Das ist richtig, Watson. Man könnte an einen Riesenaffen denken, eine wilde Bestie. Und doch bin ich überzeugt, dass ein Mensch am Werk war. Vielleicht verraten Sie auch noch, wer das gewesen ist. Ja, das will ich gern tun. Es gibt nur einen Mörder, der mit solch ungeheurer Kraft töten kann. Was denn? Aber der lebt schon lange nicht mehr. Den meine ich. Wer könnte ihn jemals vergessen? Hoxton, den Furchtbaren. Hoxton, der Furchtbare? Hoxton, das Ungeheuer, habe ich ihn genannt. Ein Monstrum, Watson. Ein riesengroßer Kerl mit Armen wie ein Gorilla. Er hat seine ganz spezielle Methode zu töten. Es ist immer dasselbe. So sterben alle seine Opfer. Das ist entsetzlich. Aber es war nie seine Art, Porzellan zu zerschlagen, mein Guter. Außerdem ist er vor 2 Jahren auf der Flucht von der Teufelsinsel ertrunken. Wirklich? Ja. Ich bin bereit, mit Ihnen zu wetten, dass er sich in diesem Augenblick in London aufhält. Hören Sie, Holmes, bleiben Sie bei Ihren Theorien. Ich halte mich an meine Ihre Sache. Tun Sie mir einen Gefallen? Sie sollen erhalten, wonach Ihr Herz sich sehnt. Geben Sie mir diese Scherben. Lassen Sie alles zusammenfegen und schicken Sie es zur Baker Street. Sehr gern, aber was wollen Sie nur damit? Was ich will? Ein kleines Souvenir. Kommen Sie, Watson. Hier werden wir für heute nicht mehr gebraucht. Und machen Sie uns die Scherben nicht kaputt, Lestrade. Ihnen kann ich es sagen, Watson. Bei Lestrade musste ich still sein, weil ich keine Beweise habe. Hoxton, der Furchtbare, war stets das Werkzeug Conovers, wenn dieser töten musste. Und als Sie erfuhren, dass Harker das Kreuz gebrochen wurde, da dachten Sie gleich an Hoxton, was? Na, natürlich. Es konnte doch kein Zufall sein. Dieser Hoxton tritt ausgerechnet dann in Aktion, wenn Giles Conover etwas zu erledigen hat. Nun möchte ich bloß wissen, was er gerade bei Harker gesucht hat. Das möchte ich auch wissen. Kaufen Sie eine Schachtel Streichhölzer, Gentleman. Es muss eine Verbindung geben. Sie haben Harker ganz gewiss nicht ohne Grund getötet. Meine Hypothese ist, dass Conover die Perle der Borgia verloren hat und glaubte, er würde sie bei dem Major wiederfinden. Eine interessante Theorie. Ich bin ganz sicher. Und genauso sicher bin ich, dass wir im Augenblick verfolgt werden. Nicht so auffällig. Ruhig weitergehen. Achtung! Haben Sie Ihren Revolver bei sich? Ja. Halten Sie sich bereit. Taxi? Nein, danke. Los, Watson! Conover schlägt zurück. Wir sind auf der richtigen Spur, Watson. Wir bewundern erneut den Scharfsinn von Inspektor Lestrade. Den Scharfsinn von Inspektor Lestrade. Ein Witz ist das. Lestrade könnte nicht mal seinen eigenen Mörder festnehmen. Das Dienstmädchen verhaftet. Sie haben das Dienstmädchen verhaftet. Diese kleine, zarte Frau soll ihm das Kreuz gebrochen haben. Lestrade ist ein Idiot. Der Mörder sieht bestimmt ganz anders aus. The public won't worry about. Funny. Had it here a moment ago. Only thing. Oh, see. Only thing. Listen to that. Now, what would Holmes do? I know. Reconstructed. That's it. Well, I'm sitting here. Got the cutting. Paste. Reach for a pipe. Matches. Lime. Well, then. It ought to be. And so it is. Eureka. Well done. Just pure deductive reasoning. Very good. I must tell Holmes about that. He could have done better himself. The first door on the right, sir. Oh, thank you. Thank you, madam.
Ja, bitte. Dr. Watson, nehme ich an. Ist Mr. Holmes zu sprechen? Da haben Sie Pech, er ist ausgegangen. Trotzdem können Sie eintreten. Ich danke Ihnen vielmals. Danke. Nehmen Sie Platz. Vielen Dank. Eine Zigarette? Oh nein, danke, nein. Der Doktor hat mir streng verboten, dass ich Zigaretten rauche. Aber das ist mein Trost. Die Streichhölzer liegen auf dem Tisch. Sehr nett von Ihnen. Wissen Sie, meine Gesundheit hat damals Schaden genommen bei dieser entsetzlichen Geschichte, die sich auf Farnworth Castle ereignete. Farnworth Castle? Farnworth Castle, ja, deshalb kommen Sie mir so bekannt vor. Einen Augenblick. Gleich weiß ich, wer Sie sind. Erstaunlich. Ja, das ist eine Sache der Logik. Die krummen Schultern eines Lehrers und das offene Gesicht eines Kirchenmannes. Sie müssen der Bruder von Lord Farnworth sein. Aristide Farnworth. Oh nein, Sir. Ich bin nicht Aristide. Nein? Aber Sie haben doch die Leiche gefunden. In der Badewanne. Nein, nein, das war der Butler. Der hat die Leiche gefunden. Und zwar im Buffet. Erwürgt, nicht wahr? Nein, nein, erschossen. Erschossen, so, so. Aha. Und die Leiche war der Onkel von Lord Farnworth. Ich bin dieser bewusste Onkel. Sie sind der bewusste Onkel. Sie sind das. Und Ihr Name ist, warten Sie... Sir Theophile Kirby, Lord Farnworths Onkel und auch sein Biograf. Großartig, das wusste ich doch sofort. Ich habe nur nicht daran gedacht. Wenn Holmes hier ist, wird er ganz schön lachen. Nun ist er aber leider noch nicht hier. Wie wäre es, wenn... Ich werde jetzt eine kleine Studie vornehmen. Holmes war bekanntlich mein Lehrmeister in der Technik zu Schlussfolgern. Nach seiner Methode kann ich genau sehen. Sie haben Kummer. Ganz im Gegenteil, Sir. Ich bin niemals zufriedener gewesen. Wenn Sie es sagen, muss ich es glauben. Ich habe mich lange gefragt, wie ich Mr. Holmes am besten danken kann. Welches Geschenk seiner würdig wäre. Ich denke, nun habe ich etwas Geeignetes gefunden. Ganz sicher, es wird ihm gefallen. Es ist das große Wörterbuch von Dr. Johnson. Eine frühe Ausgabe. Eine frühe Ausgabe vom Wörterbuch des Dr. Johnson? Das ist sehr schön. Darüber würde sich riesig freuen. Sie können ganz sicher sein, ja. Gestatten Sie, dass ich gleich mal reinschaue. Oh nein, bitte, bitte, ich... Da ist eine persönliche Widmung von mir drin. Es mag sein, sie ist ein bisschen kindlich ausgefallen, aber sie kommt jedenfalls aus reinem Herzen. Sie ist nur für ihn bestimmt. Ja, Sie haben doch Verständnis für ihn. Oh, ist schon gut. Nun wollen Sie, dass er als Erster dieses Buch... Ja, ja, so ist es. Sie sind wirklich sehr verständnisvoll. Ich danke Ihnen vielmals. Und jetzt ist es höchste Zeit. Ich muss gehen. Sie entschuldigen doch. Ich kann wirklich nicht bleiben. Seien Sie ganz unbesorgt. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Sherlock Holmes wird der Erste sein, der dieses Buch öffnen wird. Oh, das wird mir eine große Freude sein, Sir. Eine große Freude, jawohl. Leben Sie wohl. Das wünsche ich Ihnen auch. Schade, dass Sie nicht warten können. Hm. 1750. Ah, sehr altes Buch. Dieser Kilby ist ein lieber Mensch. Hallo, wer? Ist Peggy Water? Hier gibt es keine Peggy Water. Hier ist Dr. Watson. Peggy Water, falsch gewählt. Sherlock Holmes wird doch nichts dagegen haben. Gewiss nicht. Ja, bitte, herein. Ach, Sie sind's, Mrs. Hudson. Da wäre Ihr Tee. Und wenn Mr. Holmes zurückkommt, dann soll er endlich mal in Ruhe essen, sonst schimpfe ich. Ja, keine Angst, ich gebe auf die Nacht. Ach Gott, er nimmt sich doch nie Zeit, in Ruhe zu essen. Schönen guten Tag, Mrs. Hudson. Und auf dem Tisch steht das Essen für Sie. Danke. Aber heute setzen Sie sich in Ruhe hin. Ja, ich verspreche es. Hallo, Watson. Hallo. Sie kommen zu spät, sonst hätten Sie einen alten Freund getroffen. So? Er hätte Sie so gern wiedergesehen. Hat er Pech gehabt. Sir Theophile Kirby, der Onkel von Lord Farnworth. Sie erinnern sich doch sicher an die Geschichte. Ja, natürlich. Und an Theophile Kirby auch. Ein Gelehrter. Ein äußerst sympathischer Mann. Ja, nur nicht so krankhaft geizig. Das hat er Ihnen gebracht. Das Wörterbuch von Dr. Johnson in einer Erstausgabe. Ist ein kleines Vermögen wert. Er hat Ihnen das Buch ganz persönlich gewidmet. Sozusagen aus Dankbarkeit. Das ist erstaunlich. Wollen Sie es ansehen? Auch eine Tasse Tee? Sehr nett von Ihnen. Stellen Sie hin.
Eine solche Dankbarkeit ist selten in unseren Tagen. Ich bin fast gerührt. Wer hat hier Zigarre geraucht? Hm? Kirby hat eine geraucht. Kirby ist, wie ich weiß, ein passionierter Nichtraucher. Selbst wenn es nicht so wäre. Eine derart starke Bolivar rauchen nur Kenner. Ein schwächlicher alter Mann wie Kirby verträgt sie nicht. Wir haben hier einige Briefe von Sir Theophile Kirby in unserer Ablage. Wir brauchten ja nur... Finger weg von diesem Buch, Watson. Was? Geben Sie es her. Tut mir leid, Watson, aber Sie müssen Ihre Neugier bezähmen. Der Besucher von vorhin war Mr. Giles Conover. Was? Treten Sie von dem Buch zurück. Verflixter Kerl. Er wollte Sie umbringen. Ich bin ihm sehr dankbar. Was sagen Sie da? Gut ist das. Conover hätte diesen Anschlag unterlassen, wenn ich ihm nicht ziemlich hinderlich wäre. Folglich hat er mir verraten, dass sich die Perle der Borgia noch nicht in seinem Besitz befindet. Meine Theorie ist bestätigt. Schon gut, geben Sie her. Danke. Ja? Ja? Ach, Lestrade. Ja? Was? Wiederholen Sie das. Rühren Sie nichts an. Auf keinen Fall etwas anrühren, verstehen Sie mich? Gut, wir werden gleich da sein. Was ist los, Holmes? Eine alte Dame wurde getötet. Auf die gleiche Weise wie der Major. Nein. Ja. Und überall liegen Scherben herum. That was exactly how I found my sister. There, there, there. Steady, my dear, steady. You live here, Miss Carey? No, Mr. Holmes. I teach history at a school in Cardiff. I came home today for the holidays. This card, Mr. Holmes. The very last thing she did. For my dear Ellen, to inspire her and her pupils with love. A gift for you. What was it, Miss Carey? I don't know. I'll never know now. I found it on the desk over there. She was writing it when... Oh, why do you stand there? Why don't you find the beast who committed this dreadful crime? Look here, Miss Carey. Just one question. There'll be quite enough questions. You come along with me, my dear. What you need is a sedative. I'll telephone for a nurse. There, there, my dear. You'll be quite all right. Pitiable. Poor little woman. Back broken, eh? Snap clean, sir. Same as Major Harker's? Yes. Es ist wieder genau dasselbe. Die Leiche inmitten von Scherben. Was meinen Sie? Wer weiß, wie es geschehen ist? Ich weiß es. Hm? Vergleichen Sie doch nur. Zwei Morde in verschiedenen Gegenden von London. Was wir bisher genau wissen, jedes Mal wurden die Opfer auf die gleiche Weise getötet und viel Porzellan wurde zertrümmert. Während eines Kampfes kann das schon geschehen. Und wer nahm die Teller von der Wand? Können Sie mir das eventuell erklären? Sie hatte Angst und war hysterisch. Gewisse Dinge sind durchaus möglich, aber sie hat kaum mit den Tellern von der Wand nach dem Mörder geworfen. Ah. Erst später wurden diese Wandteller zerschlagen. Es wurde getan, nachdem die Frau schon tot war. Sagen Sie, ist das wieder eine Ihrer berühmten Theorien, Holmes? Nein, es ist Tatsache. Ich kann Ihnen das leicht beweisen. Wenn Sie die Frau hochheben, werden Sie feststellen, dass unter ihr keinerlei Scherben liegen. Gut, Holmes, Sie sollen Ihren Willen haben. Sergeant, kommen Sie her und helfen Sie mir. Jetzt hochheben. Leicht wie eine Feder. Was habe ich gesagt? Sehen Sie nun, Lestrade. Erst danach gab es die Scherben. Nach dem Mord wurde das Geschirr zerschlagen. Ich frage, warum, Lestrade? Es könnte vielleicht sein, dass unser Täter ein Verrückter ist. Jedes Mal, wenn er einen umgebracht hat, dann wird er aus irgendeinem Grund wütend und in seiner Wut schlägt er dann alles. Nur das Porzellan, nur das Porzellan zerschlägt er. Weshalb soll ein Mörder, der fähig war, Major Harker das Rückgrat zu brechen, seine bestialische Wut ausschließlich an Tellern und Schüsseln auslassen, obwohl er doch dazu in jeder Wohnung genügend Stühle und Tische findet? Es ist Unsinn, vom Gehirn eines Mörders auch noch Logik zu verlangen. Was soll das? Wir wollen doch vernünftig miteinander reden. Würden Sie so nett sein, Lestrade, mir das zerbrochene Geschirr wieder in die Baker Street schicken zu lassen? Und wozu denn das? Fingerabdrücke werden Sie kaum darauf finden. Vielleicht nicht. An den beiden Tatorten haben wir zerbrochenes Geschirr gefunden. Dahinter steckt ein Geheimnis, das wir zu lösen haben. Denken Sie daran, dass ein gefährliches Ungeheuer frei herumläuft. Tun wir das unsere, Lestrade. Denn es mordet weiter. Eiskalt und erbarmungslos.
Macht das Biest so viel Krach in der Nacht. Das ist sonderbar. Habe ich denn vorhin vergessen, diesen Vorhang zuzuziehen? Ich kann den Zeitungsreporter nicht zustimmen, Watson. Hoxton, der Furchtbare, ist ganz bestimmt nicht verrückt. Aber selbst wenn Hoxton wahnsinnig wäre, sein Vorgehen beweist Methode. Und hinter dieser Methode steckt ohne Zweifel Giles Conover. Es könnte sein, dass dies zerbrochene Geschirr nur eine Tarnung ist. Man soll glauben, es sei ein Verrückter. Ganz im Gegenteil, möchte ich meinen. Diese Scherben verbergen ganz sicher das Motiv der Morde. Überlegen Sie bitte, Watson, warum wohl die drei Menschen von Hoxton getötet wurden? Man vermutete bei ihnen ein Wertobjekt. Und zertrümmerte Geschirr. Zwischen dieser Tatsache und dem Wertobjekt gibt es einen Zusammenhang. Und welchen? Möglicherweise zerschlug der Täter nicht nur Geschirr. Es muss etwas geben, was ebenfalls zerschlagen wurde. Wir haben doch auch Scherben aus Gips. Im Verhältnis ziemlich wenig. In der Hauptsache ist Hoxton über das Porzellan hergefallen. Zufällig hat er was aus Gips erwischt. Viele Scherben von Porzellan und von Gips nur wenig. Vielleicht wurde das Porzellan nur zerschlagen, weil wir die Gipsscherben nicht bemerken sollen. Interessant. Ach, sehr nett. Ein Vögelchen. Das muss sie irgendeiner Figur gehört haben. Das kann die Lösung bringen. Es war falsch, dass Sie das nicht gleich beachtet haben. Sehen Sie sich das an. Gehört zu einem Zweispitz. Von einem Soldaten. Das ist ein Stück von einer Figur. Vielleicht ein General. So gegen 1800, denke ich. Das ist merkwürdig. Hier, das aus dem zweiten Haus, sehen Sie. Schulter. Und ein Stück Brust, sogar mit Medaille. Man hat den Eindruck, Teile von derselben Büste. Das ist wirklich wahr. Der gleiche Gips, die gleichen Maße, die gleiche Figur. Und dabei ist das hier aus dem zweiten Haus, während diese Scherbe im ersten Haus aufgelesen wurde. Das ist die richtige Spur. Einen Augenblick, Holmes. Ich habe was. Hier ist es. Das ist die Nase, der Mund und ein Mittelteil vom Kinn aus dem dritten Haus. Halten Sie es zum Hut. Das ist doch Napoleon Bonaparte. Richtig, Watson. Napoleon. Aus Teilen zusammengesetzt, die in drei verschiedenen Häusern gefunden wurden. In jedem stand ein vollständiger Napoleon. Ja, packen Sie die Teile hierher. Das Geschirr wurde wirklich zerschlagen, um etwas anderes zu verheimlichen. Weshalb zerschlug man den Napoleon? Denken Sie nach, Watson. Irgendwas wurde in solch einer Büste versteckt. Und zwar etwas, was Conover wiederhaben will. Meinen Sie etwas? Genau das. Die Borgia-Perle. Aber wie kommt sie in einen Napoleon? Das werden wir gleich feststellen. Wir werden uns jetzt mit dem Wächter unterhalten. Mit jenem, der Conover verfolgt hat, als die Borgia-Perle gestohlen wurde. Nehmen Sie Ihren Hut. Ich rufe ein Taxi. Ruf du ein Taxi. Blöde Perle, blöde Büste. Laufen, laufen, laufen durch ganz London. Wegen dieser Borgia-Perle. Jawohl, Gentlemen, hier ist es gewesen. Hier hat er überlegt, wo er hinrennen kann. Aber da war ich schon da und legte ihm die Hände auf die Schulter. Das ist nicht wahr. Wie können Sie denn sowas sagen? Wahr ist, dass er dort reingegangen ist. Da ist er aber nicht reingegangen. Seien Sie ehrlich, sagen Sie, wie es war. Na gut, ich glaube, er ist doch dort hineingegangen. Aber ich schwöre, dass ich ihn hier auf dieser Stelle erwischt habe, jawohl. Können Sie genau erzählen, was passiert ist? Aber ja, Sir. Er lief in voller Geschwindigkeit und stürzte zu dieser Tür. War die Tür offen? Genauso wie jetzt, Sir. Allerdings, bis ich hier unten war, hatte er die Tür verschlossen. Ich habe dann versucht, durchs Fenster reinzukommen. War das offen? Nein, ich musste es einschlagen. Aber da hat er die Tür wieder geöffnet. Er stürzte heraus und dann habe ich ihn genauso, wie ich es vorhin erzählte, dort erwischt. Wie lange hat er ungefähr da drin gesteckt? Ich würde sagen, nicht ganz eine Minute, Mr. Holmes. Das war ja der Grund, weshalb ich dachte, ich müsste es nicht unbedingt erzählen. Irrtum, Bates. Geh rein. Entschuldigen Sie bitte. Was ist denn? Gentlemen, hier ist kein Geschäft, das ist nur meine Werkstatt. Was kann ich für Sie tun? Oh, Sie sind das. Sind Sie wieder auf der Jagd nach Dieben? Na nein, ich bin dabei, Mr. Holmes und Dr. Watson zu erzählen, wie es war. In Ordnung, Sie können gehen. Dankeschön, Sir. Auf Wiedersehen, Doktor. Mr. Gelder, die Zeit ist knapp, wir müssen uns beeilen, denn Menschenleben sind in Gefahr. Wieso? Beantworten Sie mir meine Fragen, und zwar so kurz wie möglich. Letzten Dienstag, etwa so gegen 11:30, wo waren da die Arbeiter, die Sie hier beschäftigen? Da ist Mittagszeit, Sie waren weg. Und auf diesem Tisch dort? Da standen die Büsten von Napoleon, die trocknen sollten? Ja, Sir. Woher wissen Sie das? Bleiben wir bei der Sache. Wie viele waren es? Sechs. Genau wie diese Büsten von Beethoven. Sechsmal der Napoleon Bonaparte. Sechs. Sechs, nicht mehr und nicht weniger. Ja, so viel waren es. Watson, ich bitte Sie, gehen Sie zur Tür rüber und tun Sie alles, was ich sage. Kein Hm. Gehen Sie rüber. Den Stock lassen Sie hier. Was soll ich denn noch alles tun? Gehen Sie raus und schließen Sie die Tür. Gehen Sie an Ihren Arbeitstisch.
Was, ich? Ja, bitte. Hm. Fertig, Watson? Ja, Holmes. Sehr gut. Kommen Sie herein. Schließen Sie die Tür. Schieben Sie den Riegel vor. Umdrehen. Zwei Schritte vorwärts. Halt. Warten Sie ein bisschen. Sehen Sie sich um. Und sehen Sie hierher. Kleine Verzögerung. Kommen Sie her. Bleiben Sie stehen. Sehen Sie jetzt zu den Büsten, Watson. Blicken Sie zur Tür. Ziehen Sie einen Gegenstand aus der Tasche. Beeilen Sie sich schnell, schnell. Drücken Sie mit den Fingern in eine der feuchten Büsten. Da los, los, tun Sie es. Nehmen Sie den Gegenstand. Rein damit, rein damit. Und das Loch zuschmieren. Jawohl, so ist's gut. Verrückt. Beide. 54 Sekunden. Es ging schnell. Konowa schaffte es sogar noch schneller. Er handelte selbstständig. Sie dagegen warteten auf meine Anweisung. Sie meinen also, ja, richtig, Watson. Konowa steckte die Borgia-Perle in eine dieser 6 Büsten von Napoleon Bonaparte. Was? Gelder. Gelder. Wohin lieferten Sie diese 6 Büsten? Das hat mich schon mal jemand gefragt. Und wer war das? Eine junge Frau. Wann? War es Mittwoch, am Tag, nachdem der Diebstahl begangen wurde? Ja, da war es. Naomi Drake. Naomi Drake? Und was sagten Sie ihr? Dasselbe, was ich Ihnen auch sage, dass alle 6 schon ausgeliefert ja, sind. Ja, aber an wen denn? An Amos Hodder, Antiquitäten Kensington Road. Amos Hodder. Watson. Hä? Also, diese kleine Statue, die gefällt Ihnen. Bitte? Wieso? Weil ich es Ihnen sage. Also, sie gefällt Ihnen. Hä? Oh, ist sie nicht wunderschön, was? Ja, das ist moderne Kunst. Und was meinen Sie dazu? Setzen Sie sich auf den Stuhl. Setzen Sie sich auf den Stuhl. Und lassen Sie niemanden durch die Tür rein oder raus. Bedienen Sie die Gentlemen, Miss Pitcherton. Ja, Mr. Hodder. Oh, ich bin untröstlich. Was haben Sie denn jetzt wieder zerschlagen, Sie? So ungeschickt wie Sie war hier noch niemand. Man könnte glauben, Sie haben die Absicht, mich zugrunde zu richten. Das sind meine schlechten Augen, Mr. Hodder. Es tut mir hier so unendlich. Schon 2 Napoleons sind hin. What have you broken this time? One of the Copenhagen vases, eh? Well, that makes 4. There was the Flying Mercury yesterday and the 2 Napoleons the very day you came. I never broke the Napoleons, I tell you. I found them that way. Mr. Hodder? Ich bitte Sie um Verzeihung, Sir, aber diese Unfälle sind zu ärgerlich. Was kann ich für Sie tun, Sir? Mein Name ist Holmes, Sherlock Holmes. Ich führe eine kleine Untersuchung durch. Im Zusammenhang mit Gipsbüsten von Napoleon, die Sie von Mr. Gelder gekauft haben. Ich wurde unterrichtet, dass es 6 Büsten waren, die Sie von Mr. Gelder gekauft haben. Ja, das ist wahr, Mr. Holmes. Wie ich gerade hörte, haben Sie Pech gehabt. 2 dieser Büsten sind durch unglückliche Zufälle zerschlagen worden. Schrecklich ist es, die zerschlägt mir alles. Tun Sie schon was. Stellen Sie die Vasen auf das Regal, bevor Sie das auch noch zerschlagen, was übrig ist, und fegen Sie die Scherben zusammen. Ja, Mr. Hodder. Seien Sie nicht so streng zu dem Mädchen, Mr. Hodder. Die Kleine hat eben Pech gehabt. Nun zur Sache. Wie wir wissen, wurden 2 von diesen Büsten zerbrochen und 3 verkauft. Die eine hatte Major Harker, die anderen besaßen Miss Carey und Mr. Thomas Sandford. So ist es. Und tragischerweise sind die 3 tot, eine sonderbare Folge von Zufällen. Es handelt sich um keine Zufälle, Mr. Hodder. Das wäre aber entsetzlich. Sagen Sie mir, was wurde mit der 6. Büste? Verkauft? Ich habe sie verkauft, wie alle die anderen. Und an wen? Erinnern Sie sich? Es war wohl ein Arzt, denke ich. Ich habe seinen Namen in meinem Buch. Ich verlasse mich nämlich nicht auf mein Gedächtnis. Wo habe ich denn bloß das Buch hingetan? Ach ja, ja, hier haben wir es ja. Sehen Sie, es war vor 2 oder auch vor 3 Tagen. Was ist los? Wir haben eine große Chance, Watson. Wir werden erfahren, wo die letzte Büste steht, bevor es der Mörder weiß. Ja, hier steht es. Dr. Joseph Delacour, Lebanon Road 13, Wembley. Gut, das war's, was ich wissen wollte. Notieren Sie sich die Adresse, Watson. Haben Sie einen Bleistift? Dr. Joseph Delacour. Joseph Delacour. Delacour. Lebanon Road 13. Lebanon Road 13. Wembley. Wembley. Name und Adresse, Hodder. Haben Sie die geschrieben? Sehen Sie gut hin. Nein, oh nein doch, Sir. Doktor ist noch von mir, aber das andere ist gefälscht. Psst, kein Wort. Oh, bless my soul, it's a forgery. Ink Eradicator has been used. And another name written in. Think carefully. Can you remember the name of the doctor that you wrote here? Oh, dear me. I'm poor at names, you know.
This is very much like it. Very much. Clever devil. She's made the names enough alike to throw you off. This telephone. Is there an extension in there? Oh, yes. What are you going to do, Holmes? Shh, quiet. Sie hatten recht, Giles. Wir haben Glück. Alles klappt. Er ist auf die falsche Adresse reingefallen. Ja, ich gehe auch gleich los. Ich habe ihn also ganz richtig eingeschätzt. Ich breche sofort auf. Wir treffen uns um 2. Sie wissen Bescheid, ja? Ja. Aber natürlich ist er hier. Er sitzt neben mir, der Liebe. Dann komme ich nicht hin. Wenn er da ist, komme ich nicht. Unsinn, meine Teure. Solch ein hingebungsvoller Verehrer ist doch rührend. Aber ich sage Ihnen, ich kann diesen fürchterlichen Menschen nicht ertragen. Giles! Giles! Ja, meine Teure, ist noch was? Bringen Sie den Kerl weg. Keine Sorge, Naomi. Übrigens gibt es noch einen Doktor gleichen Namens. Haben Sie sich nicht geirrt? Der andere steht auch im Adressbuch. Sind Sie ganz sicher, dass Sie mir den richtigen genannt haben? Absolut! Dr. Jean Boncourt, B-O-N-C-O-U-R-T, Edinburgh Street 14. Danke, meine Teure. Und seien Sie unbesorgt wegen des Furchtbaren. Ich werde mich seiner annehmen. Watson, Sie telefonieren mit Dr. Boncourt, B-O-N-C-O-U-R-T. Er soll die Napoleon-Büste nehmen und sofort losgehen zur nächsten Polizeistation. Springen Sie ruhig runter, Naomi. Ich stehe da, um Sie aufzufangen. Sie denken, Sie wären verdammt klug. Sie kriegen mich nie. Los, los, kommen Sie runter. Was werfen Sie mir nun vor? Streichholzverkauf ohne Gewerbeschein. Nehmen Sie die Frau fest, sie ist schuldig an 3 Morden, vielleicht sogar an 4. Lassen Sie mich los, Sie haben überhaupt keine Beweise. Ist niemand da? Keiner hört's klingeln. Bernard, fahr vorsichtig. Ich möchte nicht gern angehalten werden mit so einem Fahrgast im Wagen. Er verhält sich jetzt wieder schön ruhig. Was macht er? Er streichelt die Puderdose von Naomi. Bis ich dich rufe.
Dr. Boncourt? Ja, ja. Na, wo tut's Ihnen denn weh, mein Lieber? Ich will Sie nicht lange aufhalten, Doktor. Ich habe nur eine einzige Frage. Sie müssen sich gedulden. Gleich habe ich Zeit für Sie. Ich habe nicht die Absicht, mich zu gedulden. Doktor, wie ich weiß, haben Sie vor einigen Tagen eine Büste gekauft. Eine Büste Napoleons. Kommen Sie nur deshalb zu mir? Sie sind also gar nicht krank. Gehen Sie und ich rufe die Polizei. Sie kommen nicht bis zum Telefon, Sie alter Blödian. Wo ist die Büste? Unglücklicherweise ist sie zerbrochen. Zerbrochen? Ja. Sie können die Scherben im Papierkorb finden. Da hinten steht er. Sie bekommen die Borgia-Perle nicht, Conover. Weg mit dem Revolver. Waffe weg. Die Büste ist unversehrt und gut aufbewahrt. Ich muss gestehen, das war eine gelungene Überraschung, Mr. Holmes. Drehen Sie sich zur Wand um. Überraschungen wie diese liebe ich, Conover. Denn Leute Ihrer Art muss man zum Schutze der Menschen unschädlich machen. Sie sind ein gewissenloser Mörder. Aber von diesem Augenblick an können Sie keinen Schaden mehr anrichten. Sie haben gemordet und gestohlen nicht nur aus Gewinnsucht, wie die meisten Verbrecher. Nein, Sie haben es getan, weil Sie die Gewalt lieben. Die Welt wird sich wesentlich besser ohne Sie fühlen. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Rühren Sie sich nicht! Heben Sie die Hände hoch! So ist das. You know, I'd never have thought of disconnecting those wires if it hadn't been for your excellent example at the Royal Regent Museum. It has been said that imitation is the sincerest form of flattery. Oh yes, I'm willing to learn from an old master hand. Und wo finde ich denn nun die Büste? Dr. Boncourt hat sie zur Polizeistation gebracht. Sie sollten mich doch nicht für so dumm halten. Sie hätten ihn um nichts in der Welt von hier weggehen lassen. Auf der Straße hätte ihr lieber Dr. Boncourt ja uns begegnen können. Uns? Ja, Sie wissen, wen ich meine. Furchtbarer! Komm her! Bleib stehen. Hör gut zu. Du gehst in das Zimmer im oberen Stock. Das Zimmer mit den zwei Glasscheiben in der Tür. Du weißt, was du tun musst. Und sollte dir zufällig Dr. Boncourt über den Weg laufen, dann wirst du ihn respektvoll grüßen. Sie werden hängen, Conover. Genauso wie Naomi Drake hängen wird. Die Polizei hat sie nämlich verhaftet. Ihre eigene Schuld. Sie hätte auf sich aufpassen sollen. Nein, das ist Ihre Schuld, Conover. Ganz allein Ihre Schuld. Poor Naomi. Now stay where you are. I shouldn't let the creeper know if I were you. He wouldn't like it if he knew you'd let her down. He's crazy about Naomi. She's a very pretty girl. Now you're trying to scare me, Mr. Holmes, but it won't work. Naomi wird nichts geschehen. Man kann ihr nichts beweisen. Einen Mord kann man beweisen. Sie hat Dr. Watson getötet, der sie festnehmen wollte. Sie hat die Nerven verloren und ihn mit einer Schere erstochen. Dafür wird man Sie hängen, Conover. Sie haben Naomi zur Verbrecherin erzogen. Wäre sie Ihnen nicht begegnet, dann müsste sie nicht hängen. Und sie wird hängen. An ihrem schönen weißen Hals. Aber bevor sie ihren letzten Atemzug tut, wird sie, Conover, noch verfluchen. Jawohl, verfluchen! Stehen bleiben! Ich werde schießen. Stehen bleiben! Die Tür aufbrechen! Los, los! Beeilen Sie sich doch! Drücken Sie mit voller Kraft dagegen! Noch einmal! Richtig so! Ja, gut. Holmes! Gott sei Dank! Kommen Sie, Gentlemen! Sagen Sie, wo ist Boncourt? Er ist gesund und munter. Lestrade, würden Sie bitte einen Ihrer Männer nach oben schicken? Hm? Er soll dem Doktor sagen, dass alles in Ordnung ist. Aber vorsichtig. Er ist alt und schwer herzleidend. Verstehe. Deshalb habe ich ihn besser nicht aus dem Haus gelassen. Er blieb oben. Sergeant, gehen Sie rauf.
Übrigens sind hier auch Giles Conover und der Furchtbare. Conover und wer? Der Furchtbare, verehrter Lestrade. Von dem Sie sagten, er wäre gestorben. Wo ist er? Sie finden ihn im Behandlungszimmer. Conover auch. Kommen Sie. Sie brauchen keine Revolver. Auch keine Handschellen. Aha. Sie haben sie erledigt? Ja. Und die zwei hatten die Büste? Nein. Nein? Hat sie der Doktor? Sie fragen sehr unlogisch, Watson. Ich habe die Büste natürlich selbst versteckt, und zwar dort, wo sie sicher ist. Unter diesem Hut hätte Conover sie nie vermutet. Einfach genial. Und die Borgia-Perle ist noch da drin? Wenn sie es nicht ist, esse ich bis an mein Lebensende nur noch Corned Beef. Sehen Sie, da ist sie. Wir haben sie wieder. Die Borgia-Perle. Hoffentlich wird sie keine Menschenleben mehr fordern. Und dieses Mal hat sie auch einen Verbrecher zur Strecke gebracht. Giles Conover. Er verschrieb sich der Gier nach Reichtum, der Grausamkeit und der Selbstsucht, den schlimmsten Eigenschaften, deren ein Mensch fähig ist. Diese Perle zog ihn magisch an. Ein Symbol der Macht und der bösartigsten Herrschsucht. Erst wenn alle Verbrechen, gleich welcher Art, aus der Welt verschwunden sind, erst wenn diese Zeit kommt, erst dann wird diese Perle ihre Reinheit wiederfinden. Ja.